Ja, wir sind heute wieder auf Lomülial Sports TV und wir gucken mal nach dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken vom vergangenen Sonntag, wie es dem Spieler des Tages und auch Mitglied der Elf des Tages, Jannik Deichmann, geht. Ihr habt am Sonntag gegen Saarbrücken euer erstes Spiel gemacht, 1:1. Wie enttäuscht ist man denn nach so einer Führung dann doch noch nur mit einem Punkt rauszugehen aus dem Spiel? Zuallererst würde ich sagen, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Über 75 Minuten waren wir meiner Meinung nach auch die Mannschaft mit den besseren Chancen auf jeden Fall. Und daher ist es natürlich schade, dass wir die beiden Punkte dann am Ende, die uns dann noch zu einem Dreier gefehlt haben, liegen lassen haben. Aber trotzdem würde ich sagen, dass wir zuallererst ja in die neue Saison uns reinfinden mussten. Und deswegen ist ein Punkt auch trotzdem in Ordnung. So ein bisschen war die Luft dann auch raus. Also hat man hinterher auch gehört in der Pressekonferenz, dass sie so ein bisschen platt war. Kann das sein, oder? Ja, das ist natürlich nicht mehr Regionalliga. Das weiß, glaube ich, jetzt auch jeder von uns. Natürlich das Tempo höher und das Niveau ist natürlich auch etwas besser natürlich. Und trotzdem, klar, wir waren am Ende ein bisschen platt, aber es war jetzt auch so, dass wir auch offensiv, glaube ich, nicht mehr so viele Möglichkeiten hatten, auch zu wechseln. Der Basti hat sich ja dann auch in der 80. Minute verletzt gehabt. Und am Ende haben wir es dann halt über die Zeit gebracht. Waren natürlich kaputt, aber wenn ich das ganze Spiel sehe, ist es natürlich schade, dass wir vielleicht die drei Punkte nicht haben. Aber immerhin einen Punkt. Und das Ganze vor Fans wieder. 1860 Fans waren hier auf der Bühne. Was war denn das für ein Gefühl, als du rausgekommen bist aus der Kabine, irgendwie durch die Spielertunnel und endlich mal wieder irgendwie Stadionluft irgendwie mit den Fans schon bauen durfte? Ja, ist natürlich geil. Also wir waren so lange raus ohne Fans und ist natürlich, glaube ich, für jeden Fußballer einfach geil, vor Fans zu spielen. Das macht einfach Spaß und wir brauchen das auch. Wir sind Aufsteiger, wir brauchen die Fans von uns im Rücken und dafür bin ich auch dankbar, dass wir da eine gute Lösung gefunden haben. Wer jetzt letzte Woche da war, der weiß auch ganz genau, dass es dann auch lauter war als 1860 Fans. Das stimmt, das ist super. Wie ist denn das so nach dem Spiel? Guckt man sich dann die Highlights an oder guckt man sich irgendwie nochmal das gesamte Spiel an oder auch die gesamte Liga? Wie machst du das? Ich habe mir jetzt ein paar Highlights angeguckt auf jeden Fall, aber auch von anderen Spielen. Klar, man interessiert sich ja auch für die Liga. Muss schon sagen, das Niveau ist auf jeden Fall sehr gutes. Und so habe ich das auf jeden Fall jetzt gehandhabt. Studiert man schon den nächsten Gegner? Spielvereinigung Unterhaching, seid ihr am Freitag? Lange Anreise, ihr fliegt hin. Wie ist der Tagesablauf geplant? Weißt du schon? Ja, zuallererst bin ich sehr dankbar und ich glaube auch, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir so einen weiten Weg auch dann nicht mit dem Bus, sondern im Flugzeug machen dürfen hin. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das so machen dürfen. Wir fliegen am Donnerstag hin und haben dann das Hotel und fahren dann, glaube ich, nachmittags dann am Freitag Richtung Stadion. Trainiert ihr noch mal vor dem Spiel in Unterhaching oder in der Davon Nähe? Gehe ich aus. Okay, alles klar. Hast du dich schon mit dem Gegner beschäftigt? Hast du das Spiel gegen Zwickau gesehen? 2:1, 1:2 haben sie verloren. Ja, ich habe die Highlights geguckt. Mhm. Daraus kann man ja natürlich immer nicht so viel schließen, aber die eine oder andere Chance hatten sie natürlich auch, um ein Tor machen zu können. Also es ist eine sehr ausgebuffte Truppe, glaube ich. Und es wird auf jeden Fall schwer. Okay, alles klar. Vielen Dank. Sehr gerne. Das waren die Infos zum Spiel bei der Spielvereinigung Unterhaching am Freitag. Jannik Deichmann hat seine Erlebnisse vom Sonnabend erzählt und wie er sich das am kommenden Freitag vorstellt. Das war Roland Kenzo für HL Sports TV. Lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Angenehmen Tag.